echt, authentisch, ungeschminkt, durchtrieben, kriminell, unterbewertet, missachtet, geliebt, herzlich, dreckig, schön, bunt. So beschreiben die Leserinnen und Leser des Weddingweisers die Eigenschaften des Stadtteils. Voller Widersprüche. Der Wedding. Entweder man liebt ihn oder man meidet ihn. Die kleinen Läden an der Müllerstraße spiegeln wider, wer hier wohnt. Über 30% der Einwohner haben einen Migrationshintergrund, 40% sind auf Sozialleistungen angewiesen. Von den einstigen Arbeitervierteln Berlins hat der Wedding am ehesten seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. Am Leopoldplatz blüht das Leben. Hier gibt es einige schicke Cafés und Designerläden, die Beuth-Hochschule ist auch gleich um die Ecke. Von 10 bis 17 Uhr findet hier jeden Dienstag und Freitag der Wochenmarkt statt. Der Fokus dieses Marktes liegt neben Kleidung und Blumen vor allem auf Back-, Milch-, Fleisch- sowie Obst- und Gemüseerzeugnissen aus ökologischer Landwirtschaft. Wer regionale Bioprodukte sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Von Street Art bis Vandalismus und Schmiererei. Von blinder Zerstörungswut bis Kriminalität, über was nicht mehr gebraucht wird, wird einfach irgendwo liegen gelassen. Diese Bilder prägen die typische Weddinger Kulisse. Hartz IV essen Seele auf. Das steht hoch und weit einsehbar an einer Häuserwand am Leopoldplatz geschrieben, in direkter Nähe zum Jobcenter. Der Schriftzug allein spricht schon Bände über den Bezirk. Im Wedding wird man konfrontiert mit den Schwierigkeiten, die das Zusammenleben so vieler Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, offen zutage tretende Armut und Verwahrlosung nun einmal mit sich bringen. In all dem hektischen Alltagstreiben werden wir plötzlich Zeuge davon, was ein Wedding-Liebhaber wohl als die herzliche und hilfsbereite Seite des Bezirks bezeichnet. Hier führt die Müllerstraße Richtung Norden nach Reinickendorf. Und die Seestraße kommt vom Osten und geht weiter im Westen in den Stadtring über. In dem Online-Magazin Der Wedding wurde gefragt, was ist typisch Wedding? Franken Kotrewski, 64, Rentnerin, antwortet: Gute Nachbarschaft. Ich wohne schon seit 40 Jahren hier. Arno Konitz, 33, Tischler, sagt: Ich probier's mal positiv. Man fühlt sich hier oft gar nicht so wie in Berlin. Die Bevölkerung ist gemischt. Man kann viele verschiedene Bekanntschaften schließen. Erwin Mauser, 54, Pädagoge, sagt: Typisch waren die Arbeiter hier. Der Wedding, das sind die kleinen Leute mit dem kleinen Portemonnaie. Die Mieten im Wedding sind noch relativ günstig, so zieht es vor allem Studenten und Kreative in den Wedding. Auch der RBB scheint sehr interessiert an den Geschehnissen im Wedding zu sein. In unmittelbarer Nähe von hier liegt das Charité Campus Virchow Klinikum. Alle paar Minuten hört man hier Krankenwagen vorbeifahren. Über den Dächern des Wedding blicken wir Richtung Mitte. Die Friedrichstraße kann man von hier in nur 10 Minuten erreichen. Wir sind auf dem Dach des Schillerparkcenters. Von hier hat man einen wunderbaren Blick auf die Weddinger Skyline.
Man kann direkt auf den Urnenfriedhof an der Seestraße blicken. Genau in dieser Ecke beginnt auch das englische Viertel. Wir fahren nun mit der Rolltreppe vom Dach runter und begeben uns weiter Richtung Norden auf der östlichen Seite der Müllerstraße. Im englischen Viertel liegt das größte zusammenhängende Gebiet mit Eigentumswohnungen von ganz Berlin. In den 60er Jahren wurden hier einige 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen gebaut. Die Straßen erhielten ihren Namen im Zusammenhang mit dem Besuch des englischen Königs Edward VII. Im Jahre 1909. Nicht viele Berliner wissen, dass der Wedding auch so grün sein kann. Am Ende der riesigen Wiese befindet sich ein bastionartiger Terrassenbau, auf dem sich das Schiller-Denkmal befindet. Und schon im Schillerpark bekommen wir eine kleine Vorahnung davon, was uns weiter im Norden erwartet. Allein im englischen Viertel gibt es 3 Friedhöfe. Einer davon ist der Domfriedhof. Obwohl er sich direkt an der vielbefahrenen Müllerstraße befindet, atmet der Friedhof Ruhe. Abgesehen von dem Rasenmäher. An dieser Höhe der Müllerstraße liegt der U-Bahnhof Rehberge. Die U6 kommt hier alle 5 Minuten. Sie fährt von Norden Altegel in den Süden nach Altmariendorf. An den Wänden sind historische Bilder, wie zum Beispiel vom Bau der U-Bahn-Linie und vom Volkspark Rehberge zu sehen. In der Nähe des U-Bahnhof Rehberge befindet sich das Centre Français de Berlin. Es diente als kulturelles Zentrum für die französischen Streitkräfte. Und heute wird das Gebäude als Hotel, Kino und Brasserie genutzt. Am Kutschumacher Platz, dem sogenannten Kutschi, sind wir an der Grenze zu Reinickendorf angelangt. Flugzeuge beim Start oder im Landeanflug auf dem benachbarten Flughafen Tegel passieren den Platz in relativ geringer Höhe und stellen eine große Lärmbelästigung dar. Die Bezirke Reinickendorf und Wedding werden von einem regen Abwasserkanal, dem sogenannten Schwarzen Graben, getrennt. Dort steht man direkt in der Einflugschneise des Flughafens. Von allen Weddinger Vierteln ist das Gebiet zwischen Müllerstraße, Seestraße und dem Bezirk Reinickendorf das vielleicht unauffälligste. Hier wird in erster Linie nur gewohnt und das abgesehen vom Fluglärm recht ruhig. Eine Passantin erzählt, wer hier wohnt, bleibt auch hier. Die meisten Bewohner sind Senioren. Zwar gilt ein Nachtflugverbot, aber zu den Hauptzeiten kommt ein Flugzeug circa alle 3 Minuten. Es kann ganz spannend sein, die Flugzeuge von so nahem betrachten zu können. Doch für den Rest des Lebens möchte das wohl kaum jemand haben. Und wer weiß, wenn der BER demnächst mal öffnet, dann kann im Wedding wirklich jeder seinen Platz finden.